Unsere Welpen kamen im Juli zur Welt und Trudi hat von Anfang an ganz prima auf sie aufgepasst, bis sie dann alle alt genug waren, um uns zu verlassen und ihr eigenes Leben zu beginnen. In einem ersten Video habe ich schon berichtet, wie wir uns und Trudi auf die Geburt vorbereitet haben. Und nun will ich mit euch teilen, wie wir uns bis zum Absetzen um die Welpen gekümmert haben. Die ersten 2 Wochen ist nicht furchtbar viel passiert, da die Welpen noch taub und blind waren und immer unter oder in der Nähe der Infrarotlampe bleiben mussten. Aber als sie 2 Wochen alt waren, begannen sich dann endlich ihre Augen zu öffnen. Wie wundervoll, sie eines Morgens zu begrüßen und von niedlichen Hundebabys mit ihren braunen Augen angeguckt zu werden. Box full of puppies. Außerdem konnten sie dann auch Geräusche wahrnehmen und sich auf ihren kleinen kurzen Beinchen aufrichten und mit Laufen beginnen. Es wurde hier Ende Juli auf einmal sehr heiß und ich musste auf die Temperatur in der Welpenhütte aufpassen. Die Temperatur auf dem Thermometer stieg über 30 Grad und man sah es den Welpen an, dass das nun wirklich etwas zu heiß für sie war. So habe ich ihnen ein kleines Gehege im Schatten aufgebaut, wo etwas mehr frische Luft war, aber wo sie trotzdem geschützt waren und nicht verloren gehen konnten. Trudi konnte sich frei rein und raus aus dem Gehege bewegen, zum Füttern oder wenn sie einfach sehen wollte, ob alles in Ordnung war. So, all you have to do is lie in the shade and sleep until Trudi comes back. Isn't that a life? Trudi ist so eine gute Hundemutter. Sie kam regelmäßig aus ihrem schattigen, kühlen Plätzchen unter dem Haus hervor, um sich neben ihre Welpen zu legen, dass die 9 hungrigen Mäuler von ihr trinken konnten. Die Welpen haben immer noch sehr viel Zeit mit Schlafen verbracht, aber langsam wurden sie lebhafter. Und natürlich wurden sie auch geselliger, da sie ja nun sehen und hören konnten. Sie verloren immer noch schnell das Gleichgewicht auf ihren kleinen Beinchen, auf denen sie ihre runden, prallen Bäuchlein zu balancieren versuchten. Aber jeden Tag ging es aktiver zu. Als die Welpen dann einen Monat alt waren, habe ich begonnen, die Wärmelampe tagsüber abzuschalten, da die Welpen nun ihre Körpertemperatur besser alleine regulieren konnten. Nachts habe ich die Lampe aber noch weitere 3 bis 4 Wochen angelassen, damit sie so um die 20 Grad zum Schlafen hatten. Im Alter von 4 Wochen ging es für die Welpen auch zum ersten Mal zum Tierarzt, damit sie ihren Mikrochip eingesetzt bekommen konnten. Das ist hier in Irland gesetzlich so vorgeschrieben. Und wir haben dies schon recht früh gemacht, da ein paar Leute an unseren Welpen interessiert waren und es so leichter war, sie auseinanderzuhalten. Okay. Night, night. Go to sleep. Quite heavy. In dem Alter von 4 Wochen habe ich dann auch begonnen, den Welpen ein bisschen Trockenfutter in Milch eingeweicht anzubieten. Das Absetzen war für Woche 8 bis 10 geplant und es hilft sehr, wenn man damit ganz langsam schon recht früh anfängt. Als die Welpen dann alle so richtig kräftig auf ihren Beinen waren, habe ich sie tagsüber aus ihrer Hütte gelassen, um die wir einen weiten Auslauf gebaut haben, in dem sie sich frei bewegen konnten. Natürlich musste ich die ersten paar Tage gut darauf achten,
dass sie auch, wenn es anfängt zu regnen oder dunkel wird, wieder alles selbstständig in die Hütte zurückfinden. Sobald die Welpen auch nach draußen durften, verrichteten sie auch hauptsächlich dort ihr Geschäft. Und ich musste eigentlich ihre Hütte gar nicht mehr säubern. Sie haben sich selbst stubenrein trainiert. Inzwischen konnten die Welpen auch schon problemlos auf ihren Hinterbeinen stehend Trudis Zitzen erreichen. So konnte das Stillen im Stehen erledigt werden und sie konnte währenddessen fressen. Die Welpen bekamen so auch schon wieder mehr Interesse am Hundefutter, wenn sie sahen, wie ihre Mutter es sich schmecken ließ. Außerdem liebten sie es, den einen oder anderen Topf mit Soßen und Bratenresten zu säubern. Als sie 5 oder 6 Wochen alt waren, hatten sie dann alle ihre Zähne messerscharf und natürlich wollten sie diese gerne testen an allem, was in die Nähe ihrer Mäuler geriet. Ich hatte schon begonnen, die Welpen draußen zu füttern und irgendwann tauchte dann auch immer Trudi dabei auf, um die Reste aufzuräumen und um ihnen noch ein milchiges Dessert anzubieten. Wir haben Trudi gut beobachtet und gemerkt, dass sie das mit dem Stillen sehr gut regelt und von selbst langsam beginnt, ihnen weniger oft Milch zu bieten. So haben wir es dann letztlich ganz Trudi überlassen, zu ihren Welpen rein und raus zu gehen. Wenn sie mal schon früher ging, fand das nicht immer Zustimmung bei den Welpen, weil Milch eben doch eine solch einfache, reichhaltige Nahrung für kleine Hündchen ist. Und sie verteidigten ihren Platz an ihren Zitzen mit einem Rieseneifer. Von gerecht teilen war da keine Rede. And off she goes. Well done, Trudi. Good girl. Trudi hat ihr Bestes versucht, von ihrer Milch abzulenken und eines Tages kam sie mit einer halben Taube an, die sie stolz ihren Welpen vorsetzte. Zuerst wussten diese nicht so recht, was damit anzufangen. Aber dann überzeugte sie doch der Geruch und Geschmack und sie ließen es sich schmecken. Immer auf den Beinen, immer hungrig, zwischen kleinen Nickerchen und dem nächsten energiereichen Spiel ließen die Welpen Trudi nicht aus dem Blick, falls sie dann doch wieder entscheiden sollte, mal bei ihnen vorbeizuschauen. Es gibt aber immer noch Sandras Gummistiefel, an denen man nagen kann. Aber wenn die Mutter dann doch auftauchte, war urplötzlich alles Interesse an einer Freundschaft mit mir und meinen Gummistiefeln verloren und es ging eilig zur Milchtheke. Über die Wochen verbrachten die Welpen immer weniger Zeit damit zu schlafen und mehr Zeit mit Spielen. Spiele, in denen ihre Zähne zum Einsatz kamen, liebten sie besonders. Es war am Anfang überraschend, wie schnell so ein paar Welpen alles zerreißen können. Und in einem vorher ordentlichen Welpenauslauf binnen weniger Minuten Chaos anrichten können. Die Welpen waren neugierig und gesellig und an der Welt um sie herum interessiert. Natürlich auch an ihren direkten Nachbarn, den Gänsen. Inzwischen kehrte auch Trudi schon wieder zu ihren alten Balgereien mit Turnip zurück. Genauso wie es vor ihrer Trächtigkeit zwischen ihnen zuging, liebevoll und zärtlich, aber auch mal lebhaft und wild. Es war schön zu sehen, wie Trudi so ab und zu von ihren Muttersorgen ablassen konnte und auch mal wieder nur sie selbst sein konnte. Time to film. Beep, beep. At least they're eating you now. They've been eating me for the last half hour. Ich hatte schon, als die Welpen nur 2 Wochen alt waren, mit regelmäßigen Wurmkuren begonnen und dann im 2-wöchentlichen Abstand gewurmt. Das wurde immer schwieriger, da sie ja immer aktiver wurden und Mitte August, 6 Wochen alt, wogen sie schon über 3 Kilo.
Nur indem ich sie fest in ein Handtuch einwickelte, blieben sie lange genug still auf der Waage sitzen, um ihr Gewicht fürs Abmessen des Wurmmittels festzustellen. Das Wurmmittel ging direkt ins Mäulchen. Das fanden sie nicht besonders lecker, aber so schlimm war es dann auch wieder nicht. Und sie blieben somit gesund und nahmen gut an Gewicht zu, was ja vor allem während des Absetzens wichtig ist. Im Alter von 6 Wochen waren die Welpen kleine, neugierige Energiebündel, die sich danach sehnten, die große Welt um sie herum zu erkunden. Und da ihr Auslauf direkt neben unserem Garten war, haben wir einfach das Gartentor geöffnet und sie konnten so sicher in unserem großen, umzäunten Garten umherwandern. Der Garten bot erstmal ausreichend Abenteuer, Verstecke, Plätzchen zum Faulenzen. Und wenn ich sie dann für ihr Fressen rief, kamen sie auch eifrig angerannt. Nochmal ging es zum Tierarzt, als die Welpen dann 8 Wochen alt waren, um ihnen ihre erste Impfung zu geben, damit sie vor all den Keimen geschützt sind, die Welpen krank machen oder in Lebensgefahr bringen können. Um die 8. Lebenswoche waren die Welpen dann so gut wie abgesetzt. Nur noch ab und zu ist Trudi schnell zu ihnen in den Auslauf. Wenn ihre Zitzen dann doch zu sehr gezwickt haben, während ihr Körper die Milchproduktion zurückdrosselte. Die Welpen bekamen von mir 3 Mahlzeiten am Tag. Spezielles Welpenfutter mit der richtigen Mischung an Vitaminen und Mineralstoffen. Es war schon schön, diese lebenslustigen, gut gelaunten kleinen Welpen direkt vor unserer Haustüre zu haben. Aber natürlich konnten wir sie nicht alle behalten. Und die meisten von ihnen hatten schon neue Besitzer, die geduldig darauf warteten, bis die Welpen alt genug waren, um zu ihnen zu ziehen. So war es von Anfang an geplant, aber etwas traurig hat uns der bevorstehende Abschied schon gemacht. Umi war die erste, die uns verlassen hat. Sie hatte die letzten Sommerwochen hier aus vollen Zügen genossen. Aber nun war es an der Zeit für ein erstes Bad, damit ich sie ihren neuen Besitzern nach süßem Hundekind riechend überreichen konnte, anstatt sie in einer Fahne Bauernhofgeruch ziehen zu lassen. Das Baden fand sie nicht ganz so toll. Aber sie hat sich auch nicht furchtbar aufgeregt und alles ohne großes Trauma überstanden. You'll be fine in no time. Nice and dry. Einer nach dem anderen haben sie uns dann verlassen und es wurde wieder richtig ruhig auf dem Hof. Die kleine Pip und ihr Bruder Duke waren die letzten, die noch bis in den Oktober bei uns blieben. Es muss schwer gewesen sein für die kleine Pip, als dann auch ihr Bruder wegging. Denn sie war so ein kleiner, abenteuerlustiger, selbstbewusster Hund. Und diese ausgelassene und unschuldige Welpenenergie ist irgendwie etwas Besonderes. Pip genoss das Landleben aus voller Seele. Als Pip dann die letzten Wochen hier bei uns als einzige Welpe war, haben wir schon ein bisschen mit grundlegender Erziehung begonnen. Denn es gibt ja so viel, was ein Hundejunges lernen muss, um reibungslos durchs Leben zu navigieren. Und es hilft, wenn man so früh wie möglich damit anfängt. Dann war auch Pip in ihrem neuen Zuhause, wo sie liebevoll aufgenommen wurde. Etliche neue Besitzer bleiben mit uns immer noch in Kontakt und senden uns regelmäßige Updates von Trudis und Turnips Welpen. Das ist wirklich schön, danke. Und was ist inzwischen mit Trudi und Turnip? Turnip ist immer gut drauf. So ist er einfach, ob jetzt Welpen um ihn herumwuseln, er alleine herumschnüffelt oder mit mir und Trudi etwas unternehmen darf. Immer gute Laune. Bei Trudi hat es eine Weile gedauert, bis sie sich körperlich vollends erholt hat, denn 9 Welpen haben sie schon etwas ausgelaugt. Aber inzwischen ist sie wieder, wie sie immer war, lebhaft und voller Energie und selbstständig. Sie mag Turnips Gesellschaft, aber sie liebt es auch, alleine über unsere Felder zu ziehen und tun und lassen zu können, was sie möchte. Und diese Freiheit hat sie sich auch wirklich verdient, unsere super Hundemutter Trudi. Ja.